Ja, also bei einer solchen Frage, wo es darum geht, und das betrifft ja mehrere Millionen Menschen und ist übrigens europaweit ja einmalig, bei einer solchen Frage, wo es da darum geht, zu fragen, gibt es tatsächlich wissenschaftliche Evidenz für eine solche Maßnahme, dafür ist der Expertenrat gebildet worden. Und dann frage ich mich, wenn eine solche Entscheidung getroffen werden soll, Herr Wieler gehört dem Expertenrat hier an, dann würde ich doch im Expertenrat mal ein bisschen nachfragen, was Sie alle davon halten und mich nicht darauf verlassen, dass ich Studien habe von denen, ich bin Jurist, wie Sie wissen, kein Mediziner, aber dem logischen Denken dazu geneigt, die vom RKI angegebene Studien geben die Entscheidung nicht her. Damit kann man sie nicht begründen. Und wie gesagt, es gibt die Überlegung, dass man nach 3 Monaten schon wieder infektiös sein kann, das stimmt. Aber das gilt für Geimpfte in gleicher Weise. Und das war auch vorher schon so. Das ist keine neue Erkenntnis. Sehr richtig. Und es ist auch eine sehr interessante Spur in der Frage, was hier passiert ist. Also, wenn man das vorhat, den Genesenstatus so dramatisch zu verkürzen, und man hat einen Expertenrat, dem der Chef des RKI angehört, dann kann man doch von dem RKI-Chef erwarten, dass er die Kollegen dort im Expertenrat fragt, bevor er entscheidet. Und nun, Herr Jürges, da kann man von der Regierung, der ich angehöre, auch erwarten, dass sie auf europäischer Ebene dann erklärt, aber wir können in 6 Monaten. Genau, das wäre meine Frage, Herr Kubicki. Sie sagen zu Recht, Sie gehören der Regierung an. Manchmal merkt man das nicht so ganz. Aber doch. Im Gegensatz zur Union sind wir ja keine Organisation, wo einer befiehlt. Die waren ja auch die große Kanzlerin. Die Demokratie besteht darin, dass wir alle unsere eigene Meinung haben, ab zu einem wunderbaren Konsens. Aber ganz kurz. Mal nach Olaf Scholz. Wo ist Olaf Scholz? Ja, aber da kommen wir auch dazu. Herr Kubicki, aber ganz kurz. Sie gehören der Regierung an. Der Expertenrat wurde ja von Ihrer Regierung mit eingesetzt. So ist von es, Christian ja. Lindner. Haben Sie den mal angerufen und gefragt, wo der Expertenrat Christian Lindner ist? Oder den Expertenrat? Christian Lindner? Ja, wir haben doch rüber gesprochen, weil der war genauso überrascht wie ich, um das mal freundlich zu formulieren. Vor allen Dingen Vizekanzler, oder? Vor allen Dingen war überrascht davon, dass Deutschland gleichzeitig im eigenen Land den Genesenenstatus auf 3 Monate reduziert und Europa im gleichen Tag auf europäischer Ebene dafür stimmt, dass er bei 6 Monaten bleibt. Also diese Diskrepanz die ist auch aufklärungsbedürftig. Ja. Wusste das Auswärtige Amt nicht, was das Gesundheitsministerium macht und drum hin und her. Aber auch also da sage ich, Herr Amthor, die Regierung, die wir jetzt bilden, ist noch beim Boarding. Wir bilden neue Ministerien, die Abteilungen werden umgesetzt. Ja, wir sind gespannt auf die 100 Tage. Wie viel Zeit sollen wir Ihnen geben, Herr Kubicki? Wie viel Zeit brauchen wir genau? Bis März. Man sagt immer, 100 Tage ist so das, wo man sich einrichten kann. Aber dann verstehe ich das richtig. Sie sind ja auch nicht so ganz zufrieden, denn Sie sind noch beim Boarding, oder? Ja, logisch. Aber nachdem wir 2 Jahre Chaospolitik der Union hinter uns haben, muss das erst mal kommen. Angela Merkel noch schuld an der Verkürzung des Genesenenstatus. Das ist klar. Das konntet ihr die ersten paar Wochen erzählen, aber jetzt heißt es. Durch die Art und Weise dieser Politik. Und wenn ich mir angucke, wie dieser glänzende Jens Spahn im Dezember letzten Jahres der beste Politiker war, was der Lauterbach Deutschland hat, dann hätte man den an die Wand gestellt. Ich frage gerade, was wirklich als Bürgerin ist. Das fühlt mich fast. Wenn ihr dann da auch so im Bundestag sitzt, diskutiert ihr dann mehr darüber, ob jetzt Jens Spahn blöder war oder Angela Merkel? Nein, oder wer immer nur, wenn der Wolfgang Kubicki so eine Einwürfe macht. Als Bürgerin furchtbar für mich, wenn ich höre, dass die Regierung dass es mit dem Genesenstatus vorher wusste. Mich schockiert das Ganze. Das heißt, eigentlich ist es eine Frage, Herr Kubicki, kann es sein, dass morgen wieder irgendeine Regel beschlossen wird, die vielleicht ja auch wirklich der Vizekanzler Christian Lindner gar nicht gut findet, auch gar nicht weiß. Es ist ja ein riesiges Tobabo. Ja, das würde ich nur so nicht sagen, aber es lohnt sich immer, wie in der Vergangenheit auch genauer hinzuschauen. Ja. Herr Amthor, bei aller Liebe, ich finde es ja ganz toll, dass Sie Ihre Oppositionsrolle auch noch finden. Vorhin haben Sie doch gesagt, ich habe sie nicht gefunden. Finden wollen, also ist auch in Ordnung. Nur noch einmal, wie vor. Es hat sich in den letzten 2 Jahren unter CDU-Führung so viel eingeschlichen an mangelnder parlamentarischer Beteiligung, an mangelnder Information. Und das von heute auf morgen wegzuschieben, dauert ein bisschen. Sie müssen in den Ministerien auch erstmal wieder ein anderes Bewusstsein dafür schärfen, dass Sie auskunftspflichtig sind gegenüber Abgeordneten und Sie nicht für das werden wir bei den kleinen Anfragen sehen. Unsere Fragen zur Impfpflicht wurden nicht so beantwortet. Das ist doch ein irres Beispiel dafür, wie diese parlamentarische Demokratie in diesen letzten 2 Jahren eingeschläfert worden ist. Genau das ist. Das ist doch ein ganz dicker Klops, der hier passiert worden ist. Und das ist nicht irgendwas zwischen 2 Ministerien, sondern es sind Millionen Menschen von betroffen, und zwar zutiefst in ihrem Leben. Absolut. Und keiner ruft Skandal. Keiner ruft, das wird sofort rückgängig gemacht. Der Kanzler ist gar nicht zu hören zu dem Absolut. Thema.
Absolut. Das ist aber nicht nur der Kanzler, auch sonst ist niemand zu hören. Man geht ganz sanft miteinander um. Bloß den Karl Lauterbach nicht beschädigen. Denn wer will das ist sonst? Jetzt nicht mein Hauptziel, Moment, aber ich bin gespannt, was Jürgen, Jürgen, vielleicht Minister werden. Wir haben keinen mehr. Wer will das denn? Vielleicht darf ich zart darauf hinweisen, dass ich in einem Blatt, was dieser Sendung sehr nahe steht, erklärt habe, dass es für mich sinnvoller erscheint, den genesenen Status wieder auf 6 Monate anzuheben, als dass der Bundestag den noch 3 Monate runter. Über Spacken und Nein. Also ich muss mal eins sagen, wenn ich hier über die Politik rede, ist Wolfgang Kubicki immer ausgenommen. Denn er ist einer, der mit eigenem Verstand durchs Leben geht und das auch immer wieder zu erkennen gibt. Das ist das Wunderbare. Das ist jetzt mein Karriereende, was gerade eingeläutet ist. Könnte aber sein. Eine Frage. Glauben Sie, dass Karl Lauterbachs Popularität am Ende des Jahres da liegt, wo Jens Spahns Popularität heute liegt? Nein, weil im Gegensatz zu Jens Spahn Karl Lauterbach tatsächlich nicht nur lernfähig ist, sondern auch reflektiert. Jens Spahn war gefangen in politischen Machtkonstruktionen. Karl Lauterbach hat 2 Dinge in seinem Herzen. Will nicht Kanzler werden. Einmal ist er Wissenschaftler tatsächlich und zum anderen war er auch in seiner eigenen Fraktion früher, weshalb viele von den Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, Spacken können sie verstehen. Also das ist jemand, der einem auf den Geist geht. Nicht? Das kann ich mir schon mir vorstellen. Mir geht er sehr auf den Geist. Ich bin nicht ja, sicher. Ich meine das ja nicht böse, sondern es gibt Leute, da sagt man jetzt aber Schluss, wir können aber was trinken und müssen nicht dauernd über die gleiche Thematik reden. Aber ich bin sicher, dass er seine eigene innere Sorge überwinden wird, dass er alles Böse von den Menschen abhalten muss. Ich bin sicher, der wird in seine Rolle als Gesundheitsminister richtig gut hineinwachsen. Lauterbach nicht leiden können, aber der wird definitiv bessere Politik machen als Jens Spahn. Es ist keine Frage des Leidens. Der Minister wird doch, das sehen wir doch, der wird doch jeden Tag schwächer. Er hat relativ klar angefangen. Das sehe ich noch nicht. Er hat sich im Ton zurückgenommen. Er hat sich ähnlich verhalten wie der Kanzler auch. Der hat nicht weiter Angst verbreitet im Volk. So, und jetzt sehen wir, das rutscht ihm immer weiter vom Blech. Und was passiert denn mit dem Mann, wenn die Politik, also das Parlament, jetzt beschließt, die Halbierung des genesenen Status zurückzunehmen? Gegen seine ausdrückliche Empfehlung. Er hat ja gerade taufrisch gesagt, er will das nicht. Er hat auch bestritten, dass er davon wusste, erstaunlicherweise. Er will das nicht. Und dann entscheidet die Politik gegen ihn. Was macht man da als Minister? Da bleibt man und sagt, das ist halt so in der parlamentarischen Demokratie. Die haben mir gerade die Hosen runtergezogen. Aber ich bin auch so noch schön. Also, ja, wirklich. Dass ich jetzt hier eingeladen wurde, um Karl Lauterbach in voller Breite zu verteidigen, finde ich auch noch ziemlich komisch. Da müsst ihr mal Karl Lauterbach selbst einladen. Der ist am Sonntag zu Gast bei die richtigen Fragen. Ja, wunderbar. Und der wird das im Zweifel auch ordentlich erklären. Auch da bin ich mir sicher, wenn Karl Lauterbach zu anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt, Wissenschaft ist ja dauernd im Flow, dann ist er auch Manns genug, definitiv zu sagen, die Entscheidung nehmen wir zurück.